Ja, willkommen zurück zu This War of Mine in der dritten Folge und jetzt werde ich die zweite Nacht beenden, um den dritten Tag zu betreten. Philipp ist zurück und wir werden gleich feststellen, dass Philipp den anderen freudig mitteilen wird, was für eine tolle Ausbeute er doch gemacht hat. Aber es ist auch wirklich wahr. Nein, er sagt einfach nur, dass er Medikamente mitgebracht hat, aber das entspricht ja auch der Wahrheit. So, nachts ist anscheinend nichts passiert. Das ist schon mal ganz gut. Alex liegt immer noch im Bett und erholt sich. Den können wir jetzt auch mal einfach Tabletten nehmen lassen. Ich weiß übrigens nicht, was besser ist oder was wofür besser geeignet ist, diese Pillen oder die Tabletten. Ich hatte immer das Gefühl, dass die Pillen mehr wert sind und dass diese Tabletten da oben nicht ganz so gut sind. Aber für so eine leichte Krankheit müsste es ja eigentlich reichen. Jan hat zwar schlecht geschlafen, aber ist wieder gesund. Schon mal ein gutes Zeichen. Und Alex fühlt sich immer noch nicht gut, das heißt, den senden wir jetzt erstmal zurück ins Bett. Ja, was machen wir jetzt? Wir bauen jetzt erstmal hier alles weiter. Das heißt, wir gucken uns erstmal hier den Workshop, haben wir gerade schon ausgebaut? Ach, den kann man sogar nochmal ausbauen. Das habe ich letztes Mal gar nicht gemacht. Naja, wir gucken uns erstmal, was man hier bauen könnte. Ich kann gerade gar nichts Großes bauen, außer mein Haus besser zu schützen. Aber, wisst ihr was, das mache ich jetzt. Das heißt, man kann dreimal drei Löcher in seinem Haus stopfen. Also bei jedem Mal ein Loch. Und wenn man das gemacht hat, kann man im letzten Schritt noch die Tür dann verstärken. Und die verstärkte Tür ist dann quasi so das absolute Highlight, soweit ich weiß. Wenn man das gemacht hat, ist man relativ safe. Wenn dann später eine Kriminalitätswelle auf uns zurollt, das wird nämlich passieren. Wir sehen, ich brauche unglaublich viele Components. Die muss ich mir nachher unbedingt holen. Ich brauche auch wieder Holz, also daran sollte ich das nächste Mal dann arbeiten, dass ich das alles besorge. Jan hat schlecht geschlafen, ja, das wüssten wir schon. Und wir könnten jetzt hier aus zumindest nochmal einen Brennstoff herstellen, können wir nochmal eine Mahlzeit machen. Immerhin, aber ansonsten können wir jetzt hier gerade gar nicht so viel machen. Da sehen wir jetzt jemanden kommen. Das ist, ich glaube, Pablo heißt der oder so. Das ist ganz normal, das ist ein Händler. Der kommt auch, soweit ich weiß, alle drei Tage, immer so zwischen 10 und 11. Und mit dem kann man dann eben Sachen sich erhandeln. Wer hätte es gedacht? Und das machen wir jetzt auch einfach mal. Wobei Phil hat gerade das Problem, dass er sehr müde noch ist. Aber wir lassen ihn das trotzdem mal machen. So, jetzt kann ich hier auf dieses Handelssymbol klicken und dann kann ich jetzt handeln. Franco heißt er, nicht Pablo, Franco. Ja, was kann ich hier erhandeln? Ihr seht, der hat immer einiges dabei. Was ich mir jetzt erstmal hole, sind die Sachen, die von denen ich weiß, dass ich sie jetzt gut gebrauchen kann. Ich hole mir Material. Ganz viel erstmal. Wasser finde ich auch immer gut, braucht man zum Kochen. Und die Waffenteile hole ich mir auch. Jetzt muss ich gucken, was ich ihm dafür geben kann. Ich gebe mir jetzt erstmal hier diese beiden Jewelry-Teile und ihr seht, das reicht noch nicht aus, das will er nicht. Das reicht ihm nicht. Das heißt, ich gucke mal, was ich ihm so noch andrehen kann. Ich habe viele Herbs und die brauche ich einfach jetzt gerade nicht. Und wir sehen, jetzt haben wir einen Deal und das machen wir jetzt auch einfach mal. Ich kann aber noch weiterhandeln, das heißt, ich kann ihn auch theoretisch komplett hier aushandeln. Und mir alles holen, was ich brauche. Canned Food holen wir schon mal. Je mehr wir haben, desto besser. Ist aber relativ teuer. Das heißt, das werde ich, glaube ich, gerade gar nicht bekommen. Ich weiß gar nicht, ob ich jemanden dabei habe, der zigarettensüchtig ist. Das muss ich gleich mal irgendwie checken. Kaffeebohnen haben wir auch theoretisch. Lockpicks hole ich mir jetzt mal nicht, aber Holz hole ich mir. Der Vorteil ist, wenn ich es mir jetzt hier hole, dann muss ich später nicht so viel schleppen. Das ist eines der größten Probleme, dass eben die Rucksäcke nur so eine geringe Kapazität haben. Mal gucken, wie viel Herbs ich im Andre muss dafür. Das gefällt mir gerade alles gar nicht so gut, aber ich brauche die Herbs einfach gerade nicht so sehr. Und ich habe in meinem ersten Playthrough auch eigentlich gar nicht, ich habe erst ganz spät so einen, diesen Workshop gebaut, um aus den Kräutern überhaupt was zu machen. Das heißt, ich setze jetzt erstmal hier alles auf die Parts. So, jetzt habe ich eh nicht mehr zum Handeln, das heißt, jetzt kann ich ihn verabschieden. Ja, Phil, gut gemacht. Die Tür musst du vielleicht von der anderen Seite zumachen. So. Ach, meine Güte, Philipp. So,
Jan war jetzt hier schon fleißig am Kochen. Beziehungsweise war noch gar nicht am Kochen. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Mir fehlt ein Brennstück Holz. Das heißt, ich mache jetzt hier erstmal hiermit weiter. Und baue jetzt, glaube ich, erstmal ein zweites Bett. Einen Ofen brauche ich noch nicht, also einen Heizofen. Ein Radio brauche ich auch noch nicht und brauche ich auch nicht unbedingt. Und das Bett stellen wir hier oben neben das andere. So, das lassen wir aber Filmer bauen und Jakob bleibt mal direkt hier. Und Jakob lassen wir mal hier den Improved Metal Workshop nicht bauen, aber eine Schaufel können wir bauen. Und wir können auch ein Messer bauen. Können wir uns beides leisten? Ich glaube, das kommt genau hin. Ja, wir bauen uns erstmal die Schaufel. Bei der Schaufel ist eine Besonderheit, die kann theoretisch kaputt gehen. Das heißt, je öfter man sie nutzt, desto schneller geht die kaputt. Ist mir im letzten Durchgang aber tatsächlich gar nicht passiert. Die hat das ganze Spiel gehalten, das wäre sehr schön. Ich setze sie einmal auf den Stuhl. Ja, was ich auch mal machen kann, ist auf Our Things zu gehen. Dann sehe ich jetzt hier rechts so ein bisschen einen kompletten zusammenfassenden Gedankenstream sozusagen. Da sehe ich also alles, was hier so los ist. Im Moment scheint es also alles ganz okay zu sein. So, dann bauen wir jetzt auch noch das Messer. Das Messer ist nicht nur praktisch, wenn ich irgendwie auf Jagd gehe, sondern auch zur Verteidigung meines Heims. So, Messer ist auch fertig und tja, was können wir jetzt noch machen? Vielleicht noch ein Lockpick? Ne, das lassen wir jetzt erstmal. Und ich denke, wir lassen den Tag jetzt einfach mal Tag sein und stürzen uns jetzt nochmal in die Nacht, um da noch einen weiteren Gang zu wagen in diese verlassene Hütte. Ja, alle sind noch sehr hungrig, aber ich lasse die jetzt erst einmal hungrig sein und sehe mal zu, dass ich am nächsten Tag gleich kochen werde. Jan schicken wir jetzt als nächstes los. Philipp bewacht das Ganze, Jakob schläft, Alex schläft und dann dürfte Alex morgen auch wieder gesund sein. Und wir schicken Jan ohne alles los. Denn hoffentlich ist ja alles sicher. Wie er da reinstürmt, wie ein junger Gott. So, dann fangen wir erstmal hier oben an, im oberen Stockwerk. Nehmen alles mit, was wir hier sehen. Tasche schon wieder fast voll, ein einziger Traum. Ich hoffe mal, dass hier unten ist eine Ratte. Ja, wir nehmen ja hier noch ein paar Components mit. Gucken noch mal, was hier war. Ich weiß es nämlich schon gar nicht mehr. Ach ja, da war das Handelsmaterial. Das brauchen wir jetzt aber nicht unbedingt. Dünger brauche ich jetzt auch nicht. Also Fertilizer ist da auch dabei. Und das war nur eine Ratte. Ja, komm, dann gucken wir noch mal hier. Nanu. Da habe ich mich verklickt. Und ja, dann nehmen wir vielleicht ein paar weniger Components mit, aber nehmen nochmal die hier mit. Die sind nämlich eigentlich auch ganz wichtig. Und rennen jetzt wieder zurück nach Hause. Eine sehr zügige Nacht, wie wir sehen. Aber es ist ja eigentlich auch ganz angenehm, wenn man nicht so viel Stress hat. Diese Zeit hier am Anfang, die muss man auch irgendwie gut nutzen. Ich weiß nicht, ob ich das gerade gut mache, um sich eben vorzubereiten auf all die schrecklichen Dinge, die auf uns warten. Ja, Jan hat ganz viel tolles Zeug geholt, wie wir sehen. Der ist jetzt müde, das heißt, den Fisch schicken wir jetzt einmal schlafen. Alex ist very hungry, aber sonst geht's ihm gut. Das ist doch schon mal schön. Jakob ist auch very hungry. Und Philipp ist ganz müde. Oh. Dann geht Philipp doch auch erstmal schlafen. Wir schicken Alex mal runter zum Basteln und Jakob soll kochen. Dazu, das weiß ich jetzt schon, müssen wir aber erstmal Brennholz herstellen. Woraus machen wir das? Aus den verschiedenen Komponenten zum Beispiel. Das heißt, ich gucke jetzt erstmal hier unten mit Alex, was ich bauen kann. Und dann gucke ich, was hinterher übrig bleibt und mache dann vielleicht den anderen Kram fertig. Ich könnte jetzt ein drittes Bett bauen. Das lasse ich aber erstmal. Ich baue jetzt erstmal den Ofen, denn den werde ich auf jeden Fall benötigen im Winter. Und dann habe ich ihn einfach schon mal.
Wo packen wir den hin? Passt der hier nicht rein oder was? Was soll das denn? Ich glaube, es ist auch egal, wo man ihn hinstellt. Er heizt das Haus sowieso, aber ich will ihn irgendwo hinstellen, wo ich schnell hinkomme. Weil der, weil man da eben, den muss man befüllen. Dann bauen wir ihn doch einfach direkt hier neben. Und machen das eben fertig. So, Jakob, komm, dann gehst du erstmal runter und schaust mal eben nach, ob du vielleicht diesen Workshop ausbauen kannst. Das habe ich mir jetzt gerade versaut. Ich brauche unglaublich viele Hölzer dafür. Das ist sehr nervig. Oh, da ist jemand an der Tür. Da braucht jemand Hilfe. Oh Gott. Was auch noch wichtig ist, man kann diesen Ofen ausbauen. Dafür brauche ich den Thermoregulator und noch ein paar Components, aber nicht so viel. Aber um den auszubauen, muss ich den hier einmal ausbauen im Workshop. Das ist das... Wo muss ich den ausbauen? Ja, ich muss ihn nochmal ausbauen. Das ist sehr nervig. Was brauche ich denn dafür? Okay, ja gut. Mal gucken, vielleicht kann ich das gleich machen. Jetzt gehe ich erstmal zur Tür. Was ist hier los? Mein Bruder wurde verletzt. Oh, helfen wir dabei, den Bruder zu tragen? Ja. Jakob hilft ihm. Was bringt uns das? Also, man kann eben solche Entscheidungen fällen. Man kann also ein guter Spieler sein oder ein schlechter, in Anführungszeichen. Ich kann natürlich auch sagen, sorry, das ist mir zu gefährlich. Was bringt das jetzt genau? Wenn ich ihm helfe, dann kann es sein, dass mir die Nachbarn später auch nochmal ein paar nette Nettigkeiten zukommen lassen. Das ist eigentlich so die Spielmechanik, die dahinter steckt. Und es beeinflusst auch den Epilog der Charaktere, ob es denen halt hinterher nach dem Krieg irgendwie okay geht oder nicht. Ja, Alex ist immer noch sehr hungrig, aber ja, viel mehr können wir jetzt gar nicht machen. Das heißt, ich schicke Alex jetzt mal eben nach oben und lasse ihn dann doch jetzt, glaube ich, ein wenig Brennholz herstellen. Und zwar aus den Holz, auch wenn es ein bisschen blöd ist, aber ich sammle gleich eh nochmal so viel Holz, beziehungsweise in 2 Tagen kommt der Händler wieder vorbei, dann kaufe ich mir auch wieder welches und dann passt das Ganze schon. Dann kann Alex nämlich jetzt direkt mal eine Mahlzeit herstellen. Jan ist ein wenig hungrig, Philipp ist sehr hungrig, das heißt Alex isst jetzt erstmal das hier, Phil, Was ist Phil? Der ist dieses hier. Und Jan lassen wir einmal. So, und dann sind die auch halbwegs gut versorgt. Ich gucke nochmal kurz. Hier im Haus habe ich ja mittlerweile eigentlich alles gemacht. Das heißt, viel mehr gibt es gar nicht zu tun. Ich beende den Tag. Und begebe mich nochmal in die Nacht. Und das machen wir jetzt noch eben. Wir sehen, dass Jakob jetzt natürlich nicht dabei ist, denn er ist ja gerade auf dem Weg. Und dann lasse ich jetzt einmal Alex losziehen und Philipp hält Wache und Jan schläft und dann geht Alex jetzt nochmal dahin und holt den restlichen Kram ab. Ich hoffe, dass wir es schaffen, alles mitzunehmen, aber ich glaube, das wird immer noch nicht reichen. Gehen wir nochmal kurz in den Keller, da gab es ja auch noch was zu holen. So, einmal... Ja, ganz viel Holz. Das ist nicht toll. Das brauchen wir doch so dringend. Und hier im Schrank haben wir Weapon Parts. Und vor allem auch Ammo. Noch einmal nach oben. Hier nochmal die Reste sammeln. Immer dieser Mindfuck mit den Ratten da unten. Das ist ganz schlimm. Ich habe jetzt hier nochmal das Juwel mitgenommen. Falls der Händler kommt in 2 Tagen oder in übermorgen, damit ich das schon mal habe zum Handeln. So, jetzt rennen wir wieder nach Hause und das Timing ist sehr gut, das heißt, wir beenden die Folge jetzt, sobald Alex heimgekehrt ist und dann werden wir in der nächsten Folge erleben, ob Jakob vielleicht auch den Weg zu uns zurückfindet oder ob er in eine ganz böse Falle
geraten ist. Oh, da ist es passiert. Wir wurden übrigens angegriffen nachts. Das passiert also hin und wieder. We've been raided. Und jetzt sieht man, was passiert ist. Sie haben uns Wasser gestohlen. Ich raste aus und essen. Wir sehen jetzt hier, sie kamen hier rein. Sie konnten nicht viel Schaden verursachen. Zum Glück waren wir alle ausgerüstet. Irgendjemand wurde aber verwundet. Die Angreifer sind mit vielen wertvollen Dingen abgehauen. Ja gut, Wasser, das ist das Nervige. Was habe ich extra geholt? Jan wurde verletzt, ich raste aus. Was für eine schreckliche Nacht. Jan ist verletzt. Ja gut, wir werden uns in der nächsten Folge mit den Konsequenzen auseinandersetzen müssen. Bis dahin, Dankeschön fürs Zugucken.